wenn du meinst. Bam, wieder Musik hat sich geändert. Leukus der Erste. Das hat sich jetzt auch mit denen erledigt. Das war die schon. Too easy. So, exhumierte Tote. Und die verzierte Truhe. Es wird mal wieder Zeit führen. Oh, was habe ich jetzt gerade eingesehen? Ich glaube, es war ein Stab, oder? Nee, doch nicht. Es wird mal wieder Zeit führen. Wie heißt es? Legendären Gegenstand werden jetzt länger. Nicht heraufbeschwören, nicht heraufbeschwören. Ach komm. Kannst du schon machen. Warum auch nicht? Boah, weil der da nicht kommt. Ach, mir ist auch egal. Ich habe ja eh nicht das Glück. Wenn wir einen finden würden, wäre der sowieso wieder für euch. Ja. Deswegen. Also, meine Zuversicht da ist jetzt schon sowieso zerstört. Ach Gott, das kann. Ah, yay. Wir sind wieder da. Yay. Ali Bumba, yay! Gut, das Dumme ist nur immer, dass dann genau an der Stelle ein Videohänger ist. Gut, dann kann ich mir das immer so, wenn ich es ungefähr gemerkt habe, wo es war, kann ich das dann immer relativ schnell rausschneiden. Das ist immer vorteilhaft, aber ansonsten eigentlich allgemein nervt es ein bisschen. Eigentlich schon. War immer schade bei Assassin's Creed, wo du dann da rumgeklettert bist und dann war da dieser Hänger drin. Naja, ich kann es halt nicht ändern. Aber normalerweise sind dann auch nie die großen, wichtigen Stellen irgendwie, weg. Zwar kriege ich das dann nicht mit, so wie hier, weil hier sage ich dann einfach nichts mehr, wenn das im Videohänger so ist, meistens. Weil meistens liegt auch noch Skype zumindest bei uns auf. Da weiß ich ja dann, wo der Videohänger da ist, während ich bei Assassin's Creed das leider nicht mitkriege. Aber bis jetzt war da zum Glück das nie an wichtigen Stellen gewesen. Das wäre natürlich dann ärgerlich, wenn dann... Wartet mal kurz. Wie wäre es eigentlich, wenn einer von uns Skype posten würde? Ja! Ich weiß nicht, ob das anders wäre. Doch, vielleicht! Oh Gott. Ah. Ja, ich weiß. Wer weiß, vielleicht wäre das ja anders. Sorry. Ja, schlimm. Schlimm? Ich sagte nicht schlimm. Wie gesagt, also den einen Abonnenten hat es ja unterhalten, dass du dann da die Dusche nicht, nee, dass deine Schwester unter die Dusche wollte, das war's, glaube ich. Also ja. Die Schwester wollte sie unter die Dusche. Wartet mal kurz, ich muss ja auch noch hinterherkommen. Oh, so. Alter, ich will die Truhe öffnen, was soll mich ein? Irgend so ein komischer Kack. So, Stab weg. Hey, weg damit! Auch kein Mensch. Ja, was ist hier mit dem Schrott, ey? Moment, unten entlang. Ja, mein Typ rennt gegen den Stein. Ist auch gut. So, er sucht das Gleichgesellte. Das Gleichgesinnte. So in etwa. Na, wobei, eigentlich müsste das dann ausmachen. Der hat ja gar keine Intelligenz. Weil, ja doch. Stimmt, eigentlich müsste mein Typ voll schlau sein mit seiner Intelligenz. Ich hab beim Traumbeherrschung habe ich ja auch ein bisschen Intelligenz, das heißt, ich bin nicht ein ganz dummer. Mein Typ hat 300 Intelligenz. Naja, gut, ich kann jetzt gerade mal mit 93 aufwarten, aber das ist immerhin schon mal etwas. Ich muss mein Typ hab voll 50. Ja, das ist natürlich Standard. Dumm wie Stroh. Ja, das ist eigentlich voll rassistisch. Zumindest jetzt von Rollenspielen her gesehen. Ja, Krieger dumm wie Stroh. Genauso wie Tanks. Ja. Obwohl es eigentlich Tanks mit die schwerste Rolle sind. Kommt immer darauf an, was das für ein Spiel ist einerseits, andererseits wie du, ist es immer subjektiv gesehen. Ich meine, während andere manche Rollen schwerer empfinden können als andere, ist es wahrscheinlich irgendwie das, wer ist es? Ja. Empfinden ja immer anders. Das ist eigentlich auch immer Ansichtssache. Würde ich mal sagen. Ja. Oh, verfluchter Ring der Muskelkraft. Wiedersehen. So. Viel Glück, hier, plus 13 Intelligenz. Herr Vamp. 13% Intelligenz beim Ring. Und beim Ring? Ja. Plus 13%, das ist cool. Ich muss den Ring erstmal suchen. Intelligenz, 10% plus Stärke, plus 13% Intelligenz und plus 7% Energie. Guten Tag. Nicht schlecht, oder? Eigentlich ist der wirklich... Ja, eigentlich aber auch nur. Eigentlich. Ja, nur eigentlich. 75.000. Boah. Egal, fuck it.
Ring ist wirklich gut. Ich habe genau 1900 Leben. Ja, das ist schon etwas. 1900, ich habe 1875. Ja, habe ich dich mal überholt, endlich. Hat auch nicht lang gedauert. Ja, weil jetzt bin ich von knapp 300 ins, auf 340 entgegangen. Ist auch nett. Oh. Nicht schlecht. Auf was bist du? Von 300 auf 340. Ja, Intelligenz. Nice. Prozentual Steigerung ist halt schon meistens stark. Angriffsqualität hat gerade das reine Gefieder gebracht, weil ich jetzt gerade damit durchgekommen bin, jetzt hier mit dem Artefakt. Ja, hier unten entlang, Leute. Da geht's weiter. Danke. Leute. Ja, wie gesagt, mir hinterher zu laufen ist ja auch zu schwer eigentlich, ne? Lauf dem Tank hinterher. Oder ich lauf vor, je nachdem. Ja, um dann zu sterben. Nee! Das war scheiße, die hat eine Standarte. Tja, das sind halt böse Gegner. Und das waren auch 6 gegen 1. Ja, wie gesagt, du wirst mit Freuden an diese normale Schwierigkeit zurückdenken, wenn wir erstmal bei Episch und Legendär sind. So, warte, erstmal ein rechts schwarzes Gebiet noch oben aufdecken, weil hier jetzt auch kein Gegner mehr sein sollte. Wobei doch hier links könnte noch einer sein. Ja, hier ist sogar noch eine Gegnergruppe. Ach, der untoter Hauptmann. Eine Frostleiche. So, die ist auch weg. Halskette der Fähigkeit. Ist das nicht eher was für mich, Halskette der Fähigkeit? Brachte Angriffsqualität. Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Alter, mit wie vielen Gegnern setzt du dich schon wieder gleichzeitig auseinander? Ist gut, wenn er die immer auf einen Haufen zieht, kann ich meinen Feuerball ganz gemütlich reinhauen. Ja, hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ich meine, okay, für dich. Was hat das für Nachteile? Dass ich nicht den Gegner angreifen kann, den ich will, weil ich bin momentan von meinem Skill noch nicht so weit, dass ich. Du bist theoretisch nur Single-Tal, obwohl du hast auch Durchschuss, oder nicht? Jein. Ich muss das erst skillen. Ich habe nur mit 8%iger Wahrscheinlichkeit einen Durchschuss, wenn ich den Skill zum ersten Mal hochskill, aber ich habe den momentan noch gar nicht, das heißt, ich schieße auch noch kein einziges bisschen durch. Wenn ich das erstmal, als ob du die Rüstung brauchst. Vielleicht wäre die für mich interessant. Nicht. Ach, Rüstung für Intelligenz. So. Ich mag den Sound, der jetzt hier auf der Hochebene kommt. Das war ja das Main-Theme von Titan Quest. Standardmäßig jetzt. Leider hat er das Intro, nicht Intro, die Menümusik von Titan Quest Immortal Throne leider eine andere. Finde ich sehr schade. Na ja, gut. Das ist auch nur dieses Titel-Theme auch nur leicht verändert. Aber vom Grund auf erkennt man's. Okay, wir können doch wahrscheinlich noch nach Griechenland kommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben jetzt noch eine gesamte Stunde Zeit. Wir sind in Griechenland. Nein, durchkriegen und dann nach Ägypten kommen, meine ich. Erstmal hier den legendären Boss, Alter. Nee, den gibt's ja noch gar nicht hier auf normal. Ich weiß. Na gut, hast ja auch legendärer Boss gesagt, aber trotzdem. Der war zu zweit, war der auch nervig. Mal gucken, zu dritt wäre der bestimmt auch wieder einfacher. Ich denke mal, zu dritt werden wir hier allgemein sowieso weniger Probleme haben. Oh ja. Und zwei Fernkämpfer ist ganz gut. Ja, ein Tank, ein Healer, der irgendwann vielleicht auch mal anfängt zu healen. Ja, momentan nur Damage dealen. Na, im Moment bin ich halt ein Magier und kein wirklicher Healer. Buff euch ab und zu, aber hier tue ich immer noch nicht. Hier tue ich mich eigentlich immer nur selber. Ich bin mal gespannt. Ich habe bis jetzt ja noch keinen einzigen Skill von der Traumbeherrschung. Wird eigentlich mal Zeit, dass ich mir langsam mal einen besorge. Aber wie gesagt, kommt wahrscheinlich erst, wenn ich jetzt hier mit den Skills, die ich auf Jagd haben will, fertig bin. Vorher kann ich auf Albtraum nicht viel machen. Oder will noch nicht viel machen. Weil ich ja hauptsächlich mit dem Auto-Attacks arbeite bisher.
Das ist alles für dich. Beinwickel. Können hier vielleicht vertragen. Kriegst du. Danke. Wow. Artus. Ein Dämon. Hui. Da sahen die den Tod schon kommen. Ja, wenn diese komische Kugel auch in Slow Motion fliegt. Oh ja, sollte echt mal ein bisschen schneller fliegen, ey. Dafür sieht es dann umso epischer aus, wenn du siehst, wie diese langsame Kugel auf einmal so eine gesamte Gegnergruppe in die Luft fliegen lässt. Jo. Zumindest sieht das immer sehr, sehr nett aus. So, einfach Gesundheitsschrank. Brustpanzer der Wiederherstellung. Guck ich mal kurz rein. Aber der sollte. Ja, hat auch keine Rüstung. Wie ich das erwartet habe. Weiter Toter. Jetzt kommen wir gleich an die nächste. Ja, nicht nächste, sondern an die Bossfight-Stelle, die wir jetzt, wenn wir auf Legendär spielen würden, haben würden. Weil, wie du jetzt gerade auf der Minimap siehst, wahrscheinlich gibt es oben nördlich von uns gerade eine Dungeon. Und vor der Dungeon gibt es eigentlich noch einen. Warte kurz! Noch einen Boss. Oh, danke schön! Was hat mein Handy zu melden? Schild? Habe ich gerade auf Urs 9 gecastet. Ich habe selbst gerade keinen. Okay. Ah, wie schon gesagt, der Cooldown ist echt hoch. Die ganzen Handy addikten Leute. Gut, jetzt ich habe meins momentan während der Aufnahme sowieso auf lautlos. Was ist los? Chill. Ach, chill. Jedenfalls das Handy auf lautlos. Weil ich einerseits nicht in der Lage bin zu antworten, andererseits das auch nicht gehört werden soll, natürlich. Ja. Diese Kampfstandard ist der Hammer. Aber momentan ist ja sowieso die Zeit des Handys eigentlich. Fast jeder Jugendliche ist im Handy vom Kopf überall unterwegs. Gut, klar. Ich meine, ich selber nutze es natürlich auch eigentlich immer relativ häufig. Vor allem ist es natürlich sehr angenehm in der Bahn, wenn du dann da Musik hörst oder sowas. Oh ja. Das ist echt das Schönste. Aber ich weiß nicht, ich finde es immer sehr, sehr irgendwie seltsam, wenn Freunde bei dir irgendwie sind und anstatt irgendwie mit dir zu reden und sonstiges, ich meine, du triffst dich ja, um deinen Freund zu sehen, damit ihrem Gesicht dann da vom Handy hängen und dann lieber mit WhatsApp mit anderen Leuten, mit denen sie die ganze Zeit sowieso schon schreiben, dann schreiben. Das finde ich ist dann irgendwie, ich weiß nicht. Das ärgert mich, das erinnert mich einfach an frühere Zeiten, wo es noch keine Smartphone gab. Da fand ich, war ein Treffen irgendwie besser gewesen. Da ist ein Jagdbogen, Niklas. Jo. Wenigstens passiert der Fehler nicht nur mir, ne, Van? Hä? Der Fehler passiert nicht nur ihm. Achso, ja, klar. Ist mir auch gerade aufgefallen, aber ich wollte es eigentlich nicht erwähnen. Aber gut. Ne, wenn ich jetzt nur an die ersten Treffen von mir und Us denke, damals als wir noch klein waren, wir sind ja schon seit der ersten Klasse sind wir ja schon zusammen auf einer Schule gewesen. Ja. Da hatten wir beide noch kein Handy gehabt, die Treffen waren lustig gewesen. Zu der Zeit war auch noch nicht die Handyzeit da gewesen. Ja doch, ein normal schon, aber ja, für Kinder gab es einerseits noch keine Handys einerseits und andererseits haben konnte sie halt mit den Handys auch noch nicht so viel machen eigentlich, außer telefonieren und SMS schreiben. Snake spielen. Genau. Okay, Snake spielen ging, ja stimmt. Naja, aber jedenfalls, wenn ich jetzt überlege, manchmal wenn du dann irgendwie mit jemandem gerade am Schreiben oder sonstiges, weißt du, willst irgendwie ein Spiel zeigen oder sonstiges, irgendwie wir spielen GTA 5 oder so. Letztens war es immer noch halbermaßen amüsant, da hat er dann Snapchat oder sonstiges gerade gemacht. Ich erinnere mich noch dran. Aber eigentlich allgemein halt eben, das hätte es früher einfach gar nicht gegeben. Dann hätte man sich zumindest miteinander über das Spiel unterhalten und sonstiges und sich nicht irgendwie ablenken lassen. Deswegen, also wenn ich wenn ich normalerweise bei Freunden bin, mache ich das auch gar nicht irgendwie. Also dann bleibt mein Handy einfach in der Tasche. Da gucke ich, wenn Alter, der hat irgendeine gute Waffe, Alter. Ja,